Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario's Origami King. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir weiterkommen, beziehungsweise ich habe im Schnitt gesehen, dass wir halt eine einzige Sache nicht gemacht haben. Und ich bin gespannt, ob es jetzt das ist. Wir haben auf jeden Fall einen schnelleren Motor, den müssen wir auch nochmal ausprobieren. Das Werbeangebot war, dass der Motor doppelt so schnell ist. Mal gucken, wie schnell er jetzt... Okay, der ist wirklich viel... Was? Er wird noch schneller! Hä? Der ist so schon schnell genug. Das ist doch nicht doppelt so schnell. Das ist locker fünfmal so schnell oder so. Oh, ich frag mich, ob ich die Gegner hier einfach wegdotzen kann, wenn ich gegen die Gegner knall. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das auszuprobieren, weil sonst muss ich noch gegen die kämpfen und auf Kämpfen habe ich noch weniger Lust. Das ist halt die einzige Schwachstelle dieses Spiel, dass man wirklich nicht kämpfen will. Naja, wie dem auch sei, wir haben ja jetzt alles in dieser, auf dieser Seekarte erkundet, meiner Ansicht nach. Also es gibt wahrscheinlich noch ein paar Schätze oder so, die holen wir uns auch noch irgendwann. Aber die einzige Sache, die ich halt wirklich nicht gemacht habe, die auch gar nicht im Video irgendwie zur Ansprache kam oder sowas, war hier auf dieser komischen Mondinsel. Wir haben hier schon gesehen, dass im Wasser so eine Kiste war, wo auch König Olli seinen Sticker hinterlassen hat. Ja, heißt, wir müssen hier das mittlere Teil einfach irgendwie hochbringen. Also muss hier irgendwo ein Pergament der Erde sein. Und da ich hier so gar nichts gefunden habe, muss das quasi hier bei dem Angeldings sein. Ja, jetzt hast du sie gesehen, ne? Ja, jetzt hast du sie gesehen. Ja, komm ran, ja, komm ran. Ja, komm, ich hol dich. Ich komm hier. Und das ist was? Eine Krabbe. Aber Krabbe bringt mir doch gar nichts. Oh, da kommt tatsächlich so ein Pergament-Torteil raus. Oh, Mann. Ja, aber irgendwie sowas musste das ja einfach sein. Das hat auch einfach viel zu gut gepasst. Ich habe halt einfach wirklich nicht drauf geachtet, weil ich hier schnell durchkommen wollte. Hier ist auch irgendwo ein Tod versteckt. Den wird man wahrscheinlich auch rausangeln müssen. Habe ich jetzt aber wirklich gar keine Lust zu. Und weil ich sowas immer nicht mache, verpasse ich dann halt auch mal ein Pergament-Tor. Naja. Verwandle dich da mal, Olivia, und bring das Teil hoch. Eigentlich hätte es mir auffallen müssen, weil wir haben ja sogar die Schatztruhe da unten gesehen. Ich habe sie ja gesehen und da war sogar König Olli dran. Und ich denke mir so, ja, vielleicht brauchen wir irgendwie einen Taucheranzug oder so, um das hochzubringen. Ja, so macht das auf jeden Fall auch irgendwie mehr Sinn. Das stimmt schon. Jetzt ist es aber keine Halbmondinsel mehr, gell? Jetzt ist es eine Vollmondinsel. Und ein paar Carpadors haben wir auch noch vernichtet. Haha, ihr bösen, bösen, blöden Typis. So, dann schauen wir mal, was hier Tolles drin ist. Schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr denkt, was da drin ist. Es kann mehrere Sachen sein. Entweder der Knauf, den wir brauchen für die Pilzinsel. Dann kann es einer dieser drei komischen Kugeldinger sein. Oder der Schlüssel für die Karo-Insel. Ihr habt die Prüfung dieser Insel bestanden. Der Karo-Schlüssel gehört nun euch. Aber da ist so ein Zettel drin. Bruderherz, ich habe den Schlüssel. Ich warte auf der pilzförmigen Insel, dein Luigi. Wie was? Luigi war vor uns hier? Und dann hat er wieder den Sticker raufgemacht, oder wie? Was ist mit Luigi los? Oh, aber ein Pilzknauf. Da haben wir den Pilzknauf. Okay, der war auch noch dabei. Das ist gut. Also wir müssen auf jeden Fall zur Pilzinsel. Finde meine Schlüssel, schreite zu mir und blicke auf die Karte, die ich halte. Ja, da wird draufstehen, dass in der Mitte die Karo-Insel ist. Aber die haben wir jetzt schon gefunden. Oh ja, in der Mitte ist die Karo-Insel. Wer hätte denn damit rechnen können? Also ich nicht. Na gut, dann also auf zur Pilzinsel. Jetzt sag mir aber nicht, Luigi wohnt hier in diesem komischen Haus. Naja, auf jeden Fall gehört hier der Pilzknopf rein. Aber Luigi muss ja einfach hier sein. Wenn der mir jetzt sagt, dass er hier wohnt... Oh, Bro. Bro, was machst du hier? Hey, Bruderherz, bist du das? Endlich, wenn du wüsstest, was ich alles hinter mir habe. Ich war schwer beschäftigt, so ganz nebenbei ist es wirklich anstrengend, in einer Latzhose zu schwimmen. Das Päuschen gerade habe ich mir jedenfalls richtig verdient, denn ich habe ihn gefunden, den Pilzpalastschlüssel. Ja, bitteschön. Luigi, du musst jetzt ganz stark sein, denn weißt du, dieser Schlüssel ist auch nicht der richtige. Was? Ist schon wieder der Falsche? Das ist doch so ein Murks. Ja, aber dein Häuschen ist ja wirklich richtig süß, Luigi. Was? Dieses Haus? Nein, nein, das gehört nicht mir. Ich rufe mich hier nur gerade aus. Das ist noch ein Keller oder so. Wo führt der denn hin? Also wir könnten jetzt theoretisch in die Karo-Insel. Aber das hier ist viel interessanter. Minikisten, große Kisten, kleine Kisten und... Oh, schau nur, alles voller Origami. Wer auch immer hier wohnt, muss total gern Origami falten. Ich werd verrückt. Ich weiß genau, wo wir sind. Nach der langen Zeit hatte ich vergessen. Hör mal, Mario, ich weiß ja, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei, aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Dam, dam, da. Zu Hause? Genau. Hier bin ich auf die Welt gekommen. Ah, die wurden selber gefaltet von irgendeinem Bösewicht? Das heißt, Olli ist auch nur gefaltet worden? Der Origami-Meister hat mich so gut gefaltet, dass ich zum Leben erweckt wurde. Seinetwegen kann ich sprechen, laufen. Genauso wie bei Pinocchio. Warte mal, stopp. Dein Bruder hat dich also gefaltet? Aber dein Bruder ist doch auch eine Origami-Figur. Wer hat dann
ihn gefaltet. Ich kann euch hören. Ich bin an einem Ort zwischen den Dimensionen gefangen. Helft mir bitte! Okay, das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass hier so ein Plot-Twist ist, dass die Origami-Figuren auch alle gefaltet worden sind. Es macht das Gerücht einer Origami-Geheimtechnik die Runde, welche Origami zum Leben erwecken soll. Wie funktioniert diese Technik? Was steckt dahinter? Und am wichtigsten, wer auf der Welt wird diese Technik wohl als erstes meistern? Ein Festival zu Ehren der Origami. Dieses aufregende Ereignis findet am malerischen Toadtown statt. Verpassen Sie nicht die Hauptattraktion Castel Knick, gefaltet vom weltbekannten Origami-Meister. Hey Mario, ich habe eine Spitzenidee. Los, verpass mir eine mit deinem Hammer. Oh, nix lieber als das. Nix lieber als das. Los, nochmal. Okay, und? Ab geht die wilde Fahrt. Oh, Luigi ist so smart. Ich fass es ja nicht. Sehr gut. Bruderarbeit. Hätte ich mal so einen coolen Bruder, aber nee. Mein Bruder ist einfach ein Arsch. Na, ja. Die Faltbibel des Lebens. Die Falterweckung ist die Krönung der Origami-Techniken. Sie erweckt gefaltete Kreationen zum Leben. Das Meister dieser Technik verlangt ein langwieriges Üben, ruhige Hände und starke Emotionen. Die Liebe des Falters zur Kunst des Origamis muss jedenfalls der Kreation erfüllen, damit diese erwacht. Die Falterweckung? Wurde mein Bruder und ich durch sie gefaltet? Hat sie uns zum Leben erweckt? Ein Faltkreis! Zeige dich, o edler Meister, wer sind Sie? Hä, einfach ein Toad? Aber das ist nur der hier wohnt, oder? Wenn das jetzt wirklich der Meister ist, fände ich schon mega weird. Wurde auf jeden Fall festgeklebt von König Olli. Muss also wohl ein bisschen interessanter sein, der Typ. Und der hat auch die richtigen Sachen an. Ah, puh, danke für die Maro. Rettung. Du bist Mario, nicht wahr? Na sowas, eine echte Berühmtheit. Ich bin der Origami-Meister. Und das ist mein Reich. Ich liebe Origami. Olivia, wow! Ich krieg Eselsohren. Bist du's wirklich? Aber warum ist denn König Olli nicht bei dir? Ah, so ist es also. Oh, Olli, wie konntest du nur? Hä? König Olli hat ihn doch sogar da festgeklebt. Muss er doch wissen, dass der böse ist, oder nicht? Oh Mann, König Olli sollte ein einzigartig schönes Werk werden. Deswegen habe ich ihn einen besonderen Geheimtechnik zum Leben erweckt. Oh, Olli war stolz und stark. Doch der Zorn war groß in ihm. Und er scheint auch meine besten Origami-Werkzeuge mitgenommen zu haben. Sag mal, Origami-Meister, eine Frage. Warum hast du König Olli denn überhaupt gefaltet? Naja, siehst du dieses Schloss hier? Das habe ich für das Origami-Fest gefaltet. Ich nannte es Castel Knick. Und Olli war der Origami-König in diesem Schloss. Aber irgendwie scheint König Olli die Falterweckungstechnik gelernt zu haben. Sowas ist eigentlich wieder der Natur. Und es ist alles meine Schuld. Ich hätte die Falterweckung niemals selbst einsetzen dürfen. Ach, sag doch sowas nicht, Origami-Meister. Ich bin so froh, dass ich am Leben bin. Ich habe so viel Schönes gesehen, so viele Freunde gefunden. Es gibt so viel, an das ich mich für immer erinnern werde. Und ich weiß, dass ich meinen Bruder wieder zur Vernunft bringen kann. Ja, genau so ist es. Und dafür brauchen wir noch die Pilzpalatschlüssel. Bin schon auf dem Weg, Bruderherz. Verlass dich auf mich. Tschüss. Oh, ich bin stolz auf dich, Olivia. Leider weiß ich nicht, wie man Olli aufhalten kann. Also müsst ihr das wohl tun. Passt gut auf euch auf. Klar, machen wir. Dann mal los, auf zur Karo-Insel. Heute auf jeden Fall sehr viel Story anscheinend, aber finde ich gut. Und ich finde auch gut, dass das so einen Plot-Twist hatte. Ist jetzt zwar so ein Pinocchio-Plot-Twist-mäßiges, aber finde ich trotzdem gut. Pinocchio war ja nur kein schlechter Film. Spacey. Let's go. Oh, ich bin so gespannt, ob da jetzt eine Unterwasserwelt drin ist oder irgendwas. Schon weird irgendwie. Das ist jetzt so ein Toad, der in Anführungszeichen Bösewicht ist, oder? Also der hat auf jeden Fall das Leben von denen erweckt. Diesmal war es nicht Bowser, der irgendwie eine Prinzessin entführt. Nein, es war einfach ein Toad, der einen Origami gefaltet hat. Und der ist böse geworden. Warum auch immer, weiß man doch nicht. Ja, Zorn halt. Er ist zornig, aber man weiß nicht, worauf er zornig ist. Hä? Oh, schaut nur. Wir sind einfach in Griechenland gelandet. Ist das cool. Ha, das ist doch nicht Griechenland, ihr Vollidioten. Das ist ein legendärer Ort. Seid willkommen, Reisende. Euch gebührt Hochachtung für das Finden des Karo-Schlüssels. Doch euer wahres Abenteuer soll nunmehr erst beginnen. In 3 schweren Prüfungen müsst ihr hier eure Stärke unter Beweis sein und euren Mut beweisen. Jede bestandene Prüfung erhaltet ihr eine Kugel. In welcher Reihenfolge ihr die Tempel betretet, sei euch überlassen. Möge das Glück euch hohl sein. Danke, du kleiner griechischer Reiseführer. Das ist sehr nett von dir. Also 3 Prüfungen, 3 Preise. Alles toll. Oh, ich fühle, wie mich gewaltige Energien durchströmt. Mario, hier können wir jede unserer Pergamentorkräfte einsetzen. Was, jede? Cool, dann machen wir das als erstes, den blauen.
Und ich würde gerne einsetzen das Feuerpergamentor. Oh yeah! Das Feuerpergamentor ist toll. Ich weiß nicht, wie uns das weit bringen soll. Aber ich feuer alles tot. Ja, das hat wohl nichts gebracht. Ach so, man kann jede auswählen, aber nicht jede bringt was. Ja, dann natürlich Erdpergamentor. Klar, oder? Olivia? Warum tust du sowas? Nein, Olivia, das war nicht gut. Ich komm da doch jetzt trotzdem nicht rein. Okay, ich glaube, uns fehlt vielleicht auch noch ein Pergamentor. Toll, jetzt ist er da oben. Da kommen wir nie wieder rein. Na gut. Ah, der kommt nach unten. Der andere ist nach oben gegangen. Okay. Ah, jetzt ist der Faltkreis auch gelöscht worden. Okay, also das war schon mal richtig. Prüfung Nummer 1. Können wir antreten? Dies ist die Prüfung der Kraft. Bewältigt ihre 3 Etappen und eine heilige Kugel seid euer Lohn. Oh, ein gelber Kreis. Seid ihr bereit, die Prüfung der Kraft anzutreten? Aber immer doch. Let's go. Kräftig bin ich. Zwar nicht in den Arm, aber wenn kräftig reinhauen, bin ich gut. Hallo? Mann, der Raum ist ja leer. Ob man einfach vergessen hat, hier eine Prüfung aufzubauen? Ja, so wird das sein. Olivia, so wird das sein. Möge die Prüfung der Kraft beginnen. Ihr müsst alle Blöcke innerhalb der vorgegebenen Zeit zerstören. Was? Was für Blöcke? Alles klar, das ist doch easy. 30 Sekunden für so ein paar Blöcke hier. Oh. Wo soll das denn schwer sein? Wird garantiert nicht die letzte. Ah, da kommt einfach noch mehr! You can know! Die Zeit stoppt einfach nicht. Okay, dann ist das vielleicht auch ein bisschen schwerer. 12 Sekunden. Wenn jetzt noch eine Etage kommt, dann. Dann let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, easy, come on! Gut gemacht. Schreitet zu und stellt euch der nächsten Etappe. So ein bisschen Big Brother-mäßig hier. Ihr habt die 2. Etappe der Prüfung der Kraft erreicht. Hier gilt es, den Hammer zu schwingen. Okay, okay. Hammer zu schwingen. Und zwar im richtigen Moment, damit man die alle kaputt machen kann. Oh Gott, das kann ja ewig dauern. Ein Glück habe ich durch meine ganzen übersprungenen Kämpfe gelernt, wie man das macht. Oh, fuck, da kommen einfach noch mehr. Ich hoffe, die gehen alle gleichzeitig kaputt. Okay, einfach in der Mitte schlagen. Und einen super perfekten... Okay, ja, easy. Nein, es kommt einfach noch einer. Warum? Warum machst du das? Mach nicht diese. Junge, warum? Das kriege ich niemals hin. Doch, oh mein Gott. Okay, das war knapp. Alter. Okay, es ist doch nicht so einfach, wie ich zunächst gedacht hatte. Gut gemacht. Schreitet zu und stellt euch der nächsten Etappe. Ui, das sieht auch interessant aus. Dies ist die letzte Etappe der Prüfung der Kraft. Versenkt diese Nagel innerhalb der Zeit im Boden. Um diese Etappe zu bewältigen, dürft ihr sowohl Stiefel als auch Hammer einsetzen. Ja! Oh Gott, okay, das funktioniert ja richtig gut. Also man muss im richtigen Moment, wenn man unten ist, A drücken, also springen, damit das weiter nach unten geht. Hä, aber das ist ja viel zu einfach. Okay, wir können auch gerne nochmal einen Hammer-Attack machen. Nee, springen ist schon besser irgendwie. Und kann man, da kann man viel mehr auf einmal machen. Hä? Die letzte Etappe war ja einfach viel zu einfach. Prüfung der Kraft bestanden. Euer Tat soll nun geschuldigt werden. Okay, das ist süß. Nice. Thank you. Huldigung abgeschlossen. Schreitet in die nächste Kammer und nehmt eure Kugel entgegen. Voll witzig. Danke für die Huldigung. Ich klopfe mir auch gerne zweimal selber auf die Schulter. Die rote Kugel der Macht. Der Kraft, meine ich natürlich. Ja, ich nehme diese Kugel entgegen. Merci. Die Animation ist immer noch die beste. Okay, jetzt sieht er genauso aus wie der in der Mitte. Aber das bringt mir halt nichts. Tja, tja, tja. Was dann? Dann bleibt mir eigentlich nur dieser Weg hier übrig. Wir kriegen so safe da oben ein neues Pergamentor, und zwar das Eispergamentor. Und mit dem werden wir dann das Wasser einfrieren, das um die beiden anderen Prüfungen ist. Hundertprozentig. Da muss einfach ein Pergamentor drin sein. Warum ist es denn so kalt hier? Ach so, das Eispergamentor muss hier genau in der Nähe sein. Olivia wieder Blitzmerkerin. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich die Blauen einfach so besiegen kann. Koller, Eisenstiefel, ich will nicht gegen die kämpfen. Lasst mich alle in Ruhe, ich will einfach nur da rein. Oh, danke. Kämpfen bist doof. Nee. Okay, also der erste Raum war schon mal langweilig. Ja, es ist Eis auf dem Boden und man schlittert so ein bisschen hin und her, aber ansonsten war da nicht wirklich was. Hier ist irgendwas, wo man raufgehen kann. Ah, da ist so eine Plattform. Alles klar, die muss einfach in den richtigen
Weg. Okay, ich nehme es zurück. Die erste Plattform oder der erste Raum ist doch ganz interessant. Das ist einfach ein Rätsel und wir müssen da lang. Okay, ich nehme es zurück. Der erste Raum war doch cool. Okay, aber hier kannst du doch noch nicht den Eisberg im Tor geben, oder? Das wär noch zu früh. Was ist jetzt los? Ein riesiger Hammer, Bruder. Das ist ein fetter Hammer, Bruder. Ey, was soll denn das da oben auf rumzutrampeln? Ich sag's dem Vermieter, wenn du so weitermachst. Ich hab gesagt, du sollst aufhören, du Blödkopf. Und natürlich will er wieder fighten. Immer muss man fighten. Guck mal, die haben ein Pegimto dabei. Ich spüle euch weg, ihr Klobazillen. Werdet alle weggespült. Oh, und richtig viel Geld. Nice, wir brauchen wirklich mal wieder ein bisschen Geld. Und kriegen dafür Faltarme? Ah, ja klar. Wir müssen hier so einen Eisbrockeneimer nach unten dutzen. Damit wir da rüber gehen können. Das ist logisch. Kann ich hier runterspringen? Da ist es sehr nett. Hui! Bei den Zehen gefriert einem ja das Blut in den Adern. Der könnte uns eiskalt verschlingen. Also, die müssen wir die Zehen ausschlagen. Bisschen brutal. Aber ist schon logisch, was wir hier machen müssen. Wir brauchen einfach hier hinten links diese Plattform. Hui! Nehmen noch diesen komischen blauen Typen mit. Tja, jetzt kann ich mich aber nicht mehr abstoßen. Okay, das ist belastend. Wie komme ich denn da in die Ecke rein? Ah, ich sehe schon. Wir müssen erst nach da, dann nach oben. Ja, nee. Hä? Oh nein, ich habe zu viele der Steine in der Mitte kaputt gemacht. Ja, ich habe es kaputt gemacht. Nein, werden die resettet, wenn ich hier reingehe? Da sollte ich doch noch mal ein bisschen nachdenken. Was muss ich denn genau machen? Ich muss auf jeden Fall zu der Platte da hinten hinkommen. Ich glaube, ich habe schon wieder falsch gemacht. Kann das sein? Der hier, wo wir jetzt sind, der muss da bleiben, damit ich das schaffe. I guess. Oh, jetzt hat er mir einfach den Weg gezeigt. Guck mal. Die ich wegmachen soll, die hat er mir einfach markiert. Mann, das ist doch voll lame. Ich hatte es aber selber rausbekommen. Das ist doof, dass sie es anzeigen. Das ist wirklich doof. Ich hätte es jetzt selber hinbekommen. Naja, danke, Spiel, danke. Nein, ich will ihm die Zähne einschlagen, nicht die Nase. Ach Mann. Oh, das ist ja traurig. Ist da jetzt wirklich das Eispegel mit Tor hinter? Es geht noch ein bisschen weiter, aber da oben wird er doch safe sein. Oh, okay, es warten noch ein paar Gegner auf uns. Aber die kriegen wir doch auch easy hin. Kann man die kaputt machen? Ja, okay, dann ist es ja noch einfacher. Dann können die hier wirklich gar nichts. Boah, 62 Damage machen die mit so einer riesigen Kugel. Okay, ich habe die sau unterschätzt, diese Viecher. Die sind erstens immer mega schwer anzuordnen. Okay, in diesem Fall jetzt nicht, aber sonst immer. Dann haben sie ihren komischen Schneeball über dem Kopf, damit man sie nicht töten kann. Und die machen mega viel Damage, wenn sie sich zusammentun. Also diese Gegner sind wirklich ultra heftig. Und vor allem, ich kann sie nicht one-hitten, wenn ich nicht diesen 1,5-fachen Schaden habe. So sollten eigentlich mehr Kämpfe sein in diesem Spiel. Dann würde ich auch häufiger mal kämpfen wollen. Aber meistens ist das, du musst sie einfach einmal richtig anordnen, dann kannst du sie one-hitten und das ist halt wirklich lame. Und es bringt halt nichts, weil es diesen RPG-Aspekt nicht mehr hat, dass man auflevelt etc. Im nächsten Raum haben wir wieder ein Rätsel, wie es aussieht. Ich sehe auch schon, glaube ich, was ich machen soll. Ich glaube, der muss weg, der muss weg. Der hier auch. Und dann schicken wir das Teil von oben rechts einfach einmal der Bande entlang. So, let's go. Bitte keine Gegner irgendwo. Links, rechts, geradeaus. Ah, nee. Ich habe eins zu viel kaputt gemacht. Oder? Also, wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich, wenn ich den Gegner vielleicht... Nein. Scheiße, und ich muss sogar kämpfen. Warum? Okay, aber die waren wieder alle One-Hit. Ja, das ist aber doof. Ich komme ja trotzdem nicht da rechts lang jetzt. Okay, so das war falsch. Ach Mann, jetzt markiert er mir die wieder. Das ist echt scheiße, dass er das auch nicht abstellen kann, dass er das einfach nicht sagt. Aber hatte ich das nicht genau so auch eben gemacht? Ah, ich habe den hier, den habe ich zu viel kaputt gemacht. Okay. Aber dass sie ja nicht mal die Chance lassen, das nochmal zu probieren. Das ist echt doof. Naja. Hui, hui, bye bye. Hui, Rutschpotti! Puff. Das Einzige, was ich von hier aus machen kann, ist ja sowieso erstmal nur nach rechts gehen. Dann werden wir hier wahrscheinlich aufgehalten. Wie weit rutschen wir, wenn wir... Hä, wir rutschen einfach bis zum Ende wieder hin? Aber ich kann doch gar nichts machen. Dann muss ich im richtigen Moment hier nach unten duddeln, oder was? Yep. Okay, das geht. War anscheinend auch falsch. Ah, nee, okay, funktioniert. Wir kriegen sogar noch den Gegner hier mit. Und dann können wir da weiter. Okay.
I got it, I got it. Eine Röhre? Zu einem Schatz, okay. Mit einer Eispergamentor-Büste. Und hier scheint es noch einen Weg zumindest zu geben, der uns wieder an den Anfang bringt. Okay, interessant, interessant. So, und dann stehen wir eigentlich schon richtig. Wir gehen hier an den unteren Rand. Wir müssen dann hier einfach nur... Hä? Ja, das hat schon mal nicht funktioniert. Aber wir können das so oft ausprobieren, wie wir wollen. Das funktioniert nicht. Wir müssen im richtigen Moment abspringen. Von mir aus auch so. So, und hier wird doch garantiert jetzt das Eispergamentor hinter sein. Bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir hier jetzt weitergehen, dass wir zum Eispergamentor kommen. Ja, oder? 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 Riesige Treppe, die zum Eis führt. Ja, da unten ist einfach ein Blizzard etc. Ja, ich traue mich da nicht weiterzugehen. Heißt, ihr kennt es, Leute, Pergamentoins kriegen mal ein eigenes Video. Machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Und er war nicht allzu lang. Hier haben wir doch noch ein Rätsel. Machen wir trotzdem in der nächsten Folge. Ich habe ein bisschen Angst, warum wir hier speichern konnten. Von dem her, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.